Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Wir sind immer noch dabei, uns auf den DLC zu freuen und während wir das tun, schauen wir uns noch ein bisschen in den Zwischenlanden um bis zum Release und wir entdecken da doch immer noch überall mal wieder Sachen. Es ist verrückt. Hier sehen wir zum Beispiel da noch so einen kleinen Käfer. Das ist entweder einer, der sogar was hat für uns oder nicht. Ich renne mal eben schnell rein. Jawollo! Ah, guck mal, noch eine weitere Kriegsasche gesammelt. Blitzschnitt. Also ihr seht, ist nicht so, als wären wir schon durch. Oh, ja, dicker. Oh Gott. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich lebe noch und das ist das Wichtigste. Heieiei, was für ein Stress. Ja, da hinten ist auf jeden Fall noch so ein Turm oder sowas. Da waren wir noch nicht. Den schauen wir uns heute mal an. Ja. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was da noch so ist, ne? Aber ja. Es scheint wirklich dieser Turm zu sein, der uns noch fehlt. Guck mal, da ist sogar so ein dicker goldener Reiter. Er war der goldene Reiter. Oh. Ich kann da sogar meine, den da rufen. Moin, ihr Dicken. Oh, guck mal, da wird die Armbrust rausgeholt. Was ist mit euch denn los? Richtig lame. Aua. Richtig lame. Holen die da die Armbrust raus. Was ist mit denen denn los? Okay, aber hier waren wir offensichtlich noch nicht. Das ist der dicke goldene Reiter. Um den kümmern wir uns dann gleich mal. Den müssen wir... Hä? Jetzt verschwindest du? Jetzt, wo der goldene Reiter kommt? Dein Ernst? Komm mal eben angerannt, Bruder. Ja, komm mal her. Und ausweichen. Oh, jetzt sind wir dran. Schade. Jetzt kommt. Ja, hol ihn runter. Oh. Nicht ihm einen, sondern hol ihn da runter. Genau so. So ist korrekt. Dankeschön, Dankeschön. Oh, komm ruhig ran. Alle guten Dinge sind drei, ne? Zack. Wunderbar. Vergoldeter Fußsoldatenkappe und Lindell Soldatenwappenrock. Schön, schön, schön. Und da seht ihr ihn auch schon, den Turm, in dem wir noch nicht waren. Was ist das hier? Oh. Ha. Da ist der Turm. Kommen wir da irgendwie rein in das Ding? Oder drauf zumindest? Oder dran oder irgendwas? Denn da oben habe ich doch Aussichtsturm der Hochstraße. Aha. Der ist auf jeden Fall, wie ihr seht, noch unentdeckt von uns. Das Gefühl, hier sind Leute. Oh, tschüss. Wollt ihr eben rumkommen? Kommt ruhig ran. Kommt mal hier hoch. Ich warte hier auf euch. Ist kein Thema. Hallo. Freue mich, deine Bekanntschaft zu machen. Was mit deinem Kollegen? Wollt ihr auch noch eben? Das ist immer die beste Idee. Wenn dein Kollege schon tot runterfällt von der Leiter, ne? Dann erstmal hinterher. Jetzt guck, das, den Kameraden, den bringe ich jetzt um. Ja, mach mal irgendwas, du meinst. Den Kameraden. Oh, hallo. Du. Oh. Den hau ich aufs Maul. Das haben die sich so gedacht, ne? Ja, ja. Haben wir es dann jetzt oder fallen da noch mehr aus dem Himmel? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hoch. Gucken wir mal, was oben ist und dann schauen wir mal. Achtung, Nachricht. Ja, danke. Eine sehr schöne Nachricht. Hat mich auf jeden Fall erfreut, sie zu lesen. Danke dir dafür. Danke dafür, Alblali, sage ich mal nur. So, hier ist echt noch eine dicke Kiste und in der befindet sich Falle. Das glaube ich nicht. Oder? Was meint ihr? Das ist auch keine Falle. Das ist Verarsche. Bin mir sicher, dass das Verarsche ist. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ist so geil, dieses Game. Also die Optik, die, also, kann ich mich nicht dran satt sehen. Kann ich mich nicht dran satt sehen. Wir machen es jetzt auf, komm. Und zwar keine Falle. Ein Großbogen und Großpfeile. Voll die Verarsche. Guckt euch das einfach nur an. Oder? Wahnsinn. War schon zu lange nicht mehr hier, deswegen habe ich das alles vergessen, wie genial das aussieht. So. Dann nicht huckeln, nicht huckeln. So. Runter. Also da, wie gesagt, wenn da irgendjemand eine Idee hat oder einen Tipp, wie man das wegkriegt. Ich habe eine Nvidia-Grafikkarte 4090. Hatte davor eine 3090.
Und auch mit der 3090 gab es diesen Fehler. Am Anfang gab es das nicht. Als ich ganz fresh mit Elden Ring gestartet habe, war bei mir alles tutti. Und bei AMD-Grafikkarten, also meine bessere Hälfte hat nämlich eine AMD gehabt, die hat immer diesen Micro-Stutter und so einen Scheiß. Und bei mir war alles tutti. Ich fühlte mich erhaben. Ja, und dann... Oha, die Riesen. Und dann plötzlich ging es jetzt auch hier los. Und seitdem ist das so. Sehr belastend. Boah, da seht ihr das, ne? Rumgeleckerei. Im Menü ist mir das aber irgendwie auch neu. So, dann machen wir die Markierung Dormund weg. Und was hat der Fuchs denn noch rausgesucht? Hier, das ist ein Ort, an dem wir auf jeden Fall noch nicht waren. Hier, dieses ganze Ding hier unten haben wir noch nicht erkundet. Da sind irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da zwei Dinger rangemacht habe. Keine Ahnung. Gehen wir mal zum Donnerstrom und ich hoffe, dass das nicht unten ist. Ich hoffe, das passt. Kann sein, dass wir da unten drunter sind und deswegen nicht zu dem Dorf kommen. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Aber das könnte so klappen. Ja, das sieht ja mal richtig weit unten aus. Mal gucken, aber das Dorf könnte trotzdem da vorne sein. Erstmal schauen. Nicht direkt, aber ja, guck mal, da ist das Dorf. Das ist das. Hier sehe ich schon kaputte Häuser und so, aber das kommt mir vertraut vor. Weil hier waren wir nämlich. Mal nochmal checken. Vielleicht war hier ein dicker Gegner. War hier nicht auch einer von diesen Bootsmännern? Ich habe das Gefühl, wir haben hier mal gegen so ein Bootsvieh gekämpft. Der Ort wirkt auf mich bedeutungsschwanger. Jetzt hätten wir hier was erlebt. Boah, jetzt mit Raytracing, ne? Wir sind hier damals ja ohne Raytracing gewesen. Es sieht schon krass aus, also... Ruinen von Windham. Moin, was seid ihr für Dinger? Achso. Seid ihr tot? Muss ich euch nochmal umbringen? Ah ja, das sind die hier. Wir haben zwar inzwischen eine Waffe, dann bleiben die tot, aber lohnt nicht so wirklich, ne? Man kann auch einfach nochmal draufhauen, dann bleiben sie nämlich wieder tot. Sonst würden die sich jetzt wieder beleben. Aber das wollen wir ja nicht. So, noch ein bisschen checken hier. Schild des Sonnenreichs. Ja, ne? Gehen wir nochmal die nähere Umgebung abchecken. Sieht aber nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Geheimgang oder sowas versteckt. Steht hier noch? Wertvolles Objekt voraus. Okay, in diese Richtung. Alles klar. Vielleicht bei dem anderen Turm. Da vielleicht ist da noch ein Geheimgang. Oha, wer bist du? Das ist doch der Günther. Günther, dass ich dich hier wieder sehe, du. Wahnsinn, wie ist es dir ergangen? Nicht so geil, oder? Ja, man merkt. Du bestehst ja nur noch aus Haut und, nur noch aus Knochen eigentlich. Also die Haut ist ja sogar komplett weg. Tja, der Günther, Leute, ne? Da sind halt auch noch ein Turm und so. Aber da waren wir. Guck mal, was ist markiert. Ich weiß auch nicht, warum. Hier ist auch noch was. Ich glaube, das war einfach nur, dass ich nochmal abchecke, ob ich hier irgendwelche Geheimgänge übersehen habe. Mehr war das, glaube ich, nicht. Moin. Ich habe auf jeden Fall noch einen Ort, wo wir noch einen ganzen Ort nicht gesehen haben. Da bin ich mir ganz sicher. Den müssen wir noch finden. Weiß nämlich nicht mehr, wo... Oh, warte. Weiß nicht mehr so genau, wo das war. Aber ich habe mir alles markiert, insofern... Sollte passen. Also hier waren wir, glaube ich, fleißig. Da waren wir auch da oben und so. Ich kann mich da noch dran erinnern. Bedeutet, wir müssen jetzt hier nicht unbedingt weiter rumsuchen. Also ich kann diese Markierungen mal wegmachen. Ups. Weiß nicht, was der Fuchs sich dabei gedacht hat. Die hier bin ich mir nicht sicher. Die würde ich jetzt... Ja, wobei, das ist ja auch nur da hoch. Ah komm, ich gehe da mal eben hin. Die ist so weit weg. Die ist aber ich. Ja, müssen wir durch die ganze Stadt da nach oben. Da ist vielleicht eine Höhle oder ein Geheimgang oder sowas. Den ich gegebenenfalls damals nicht gefunden habe. Das könnte sein. Deswegen lass uns mal checken. Alter, es sieht so krank gut aus. Was ist los mit dem Game? Also Raytracing, ohne Spaß.
Das hebt das nochmal noch mehr. Also das sah ja vorher schon geil aus, aber mit Raytracing sieht das ja richtig geil aus. Also what the fuck? Ich höre jetzt aber auf, über die Grafik zu erfahren. Ihr habt es jetzt verstanden, dass ich es geil finde. Aber es macht halt, es zeichnet halt immer wieder diese Momente, wo du dir das anguckst und denkst, Junge, das sieht richtig gut aus. Crazy. Moin. Ich bin hier nur auf den Durchreise, ne? Bitte, bitte nicht hauen. Hier ist der Sensenmann, ey. Das ist eine geile Sense. Sieht gut aus. Oh, jetzt macht ihr dieses Totenkopfding, ne? Ja, ja. Lass mal eben stecken, Bruder. Danke. Bin hier wirklich nur auf der Durchreise. Ich will nur gucken, ob da oben noch was ist. Ist es sogar oben drüber? Moin. Hoppala. Schön in After rein. Einmal in Anus. Da ist auch Ruhe, ne? Guten Tag. Junge, bitte entspannt rein. Nee, 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 komm. Hier waren wir drinnen, das sieht man ja, das ist auch offen. Wertvolles Objekt voraus, den hatten wir. Wahrscheinlich ist das das gewesen, was gemeint war, oder? Nee, noch nicht. Es geht da irgendwie angeblich noch weiter hoch. Oh. Oh, wir gehen mal gucken, ob wir da noch weiter hoch können. Da kann man noch hoch. Ja, ja, guck. Ganz da oben waren wir vielleicht sogar wirklich nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir hier damals reingelatscht sind. Ah. Moin. In diese Richtung. Oh, was ist das? Das sieht ungeöffnet aus. Habe ich doch noch wirklich was gefunden. Keine etwas Unglaubliches voraus. Ha! Du ahnst es ja nicht. Oh nö! Katakomben von Windham. Nur noch komplette Katakomben zu entdecken, ist ja crazy. Junge! Okay, Leute, ich habe noch eine Katakombe gefunden. Ja gut, dann hat sich das ja doch gelohnt. Also ihr seht, es passiert doch noch ein bisschen was. Ich habe da noch ein bisschen was über. Oh je, da kommt auch ein Endboss am Ende und so. Katakomben haben immer noch mal einen Bossgegner. Nice. Das heißt, wir haben hier echt noch mal ein kleines Mini-Abenteuer. Muss gestehen, das freut mich jetzt gerade. Also, ist verschlossen, ne? Ja, ja, von einem Gerät versperrt. Dann mal los. Was lauert denn hier? Fürchterliches. Erstmal Licht anmachen. Ich mag das nicht, wenn das so dunkel ist. Holt mich nicht ab. Nachricht lesen. Hochversuchen und dann Blume. Oh ja, alles klar. Da ist eine Blume. Preiset Nutzlosigkeit. Dankeschön. Oh nein. Junge, das war knapp. Also da dürfen wir nicht runterfallen. Gibt es irgendwo einen Hebel oder so, um das Ding wieder runterzuholen? Ah ja, da. Alter. Manchmal darf man ja runterfallen, aber in dem Fall hier, nee, nee. No, no. Dann gehen wir mal in unser Inventar und nutzen mal Margrits Kette. Eben mal die Geheimgänge öffnen. Okay. Oh, so ein großes Hackebeil ist doch immer geil. Irgendwas hinter uns? Ach, die werfen auch noch Scheiße. Ich dreh durch. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, musst du dich auch noch so eklig bewegen? Den bitte erstmal, danke. Jetzt den anderen. Oh, oh. Oh. Also Elektromüll ist ja mal richtig gemein, ne? Das muss ja wirklich nicht sein. Geht's hier irgendwo hoch? Ne, manchmal kann man nämlich auf diesen Messern nach oben fahren. So, vorsichtig. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss. Man fühlt sich ja doch etwas... Da hängt einer. Etwas überlegen. Oh, oh. Weil man ja schon so stark ist, ne? Ist ja nun mal so. Oh, ah. Leute, bitte. Bitte aufhören, ja?
dir denn? Aber das ist natürlich nur jetzt so. Wie gesagt, sobald wir uns in den DLC vorwagen, ich bin mal gespannt, der wird bestimmt, der wird fordern. Da macht euch keinen Kopf. Der wird kein Zuckerschlecken werden. Ich habe schon den Trailer gesehen. Der war ja irgendwie nur so 3 Minuten, ein bisschen erste Einblicke und so. Da waren ja schon Gegner da am Start, wo du schon denkst, ja. Moin, was bist du denn für ein Ding? Ah, warte, hier muss man aufpassen. Die machten diese Spikes. Die machten diese Spikes, die so rausgeschossen haben. Ich erinnere mich wieder langsam. Moin, Kollegen. Na, ihr Kameraden. Alles gut bei euch? Bitte entspannt bleiben, ja? Danke. Hier ist noch eine Blume. Ein Grabfeilchen. Hier ist nichts mehr. Hi! Glibber! Vanille-Glibber! Mit Arschgeschmack. Hier noch was, was zum Runterfallen ist? Nope. Was ist das? Oh! Ich wollte gerade gucken, was hier passiert. Ob das ein Schalter ist oder so. Ist doch ein Schalter oder nicht? Aua! Okay, ist eine Falle. Lol, alles klar. Und der Fuchs macht es direkt nochmal, weil er dumm ist. Was ist denn das für ein Schalter? Was macht denn der? Moin. Richtig geil. Sieht aus wie ein Schalter. Den sollte ich mal ansprechen. Oh, hier ist ein dicker Ritter. Geil. Den habe ich Bock. Der macht bestimmt Spaß. Hallo, Kollege. Wollen wir mal eben? Komm. Lass mal einen kleinen Tanzwagen. Lalalalalalala. Ist irgendwas auf dem Boden? Nee, ne? Kein Schalter oder so. Komm ran! Ja, komm. Und jetzt sind wir dran. Er wollte da so seinen ekligen Elektroangriff machen. Der Arsch. Aber ist nicht mein Freund. Nicht mit mir. So. Hier geht das hoch. Würde ich sagen, gehen wir da erstmal hoch. Was ist hier oben? Ah. Falle suchen und dann runtersuchen. Oh oh. Oh. Oh, hi. So einen Schlüssel müsste ich ja haben, ne? Ja, ja, da sind wir. Sind wir ausgerüstet mit den Dingern. Kein Thema. Was haben wir denn hier? Blitzender Skorpionstalisman. Schön. Bisschen vorsichtig. Man hört irgendwie da hinten noch was das rumeiern, aber um sich ein Stehen. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Alter, was ist das für eine Scheiße wieder? Komme ich denn zu dir jetzt? Wenn ich mich beeile. Ja, wenn man sich beeilt, geht's. Hier wird ein bisschen komisch hier in dem Raum, ne? Also ist so. Aber man kann es schaffen. Ach, rennen ist, glaube ich, einfach. Einfach rennen, renn doch einfach. Oh Gott. Wieso renne ich nicht einfach, ne? Nee, nee. Oh, noch so ein blöder Ritter. Oh, nein. Junge. Was ist mit dir denn los? Was für ein Arschloch. So, Achtung. Ritter kommt. Einmal ausweichen. Oh, nein. Das hat nicht geklappt. Jetzt sind wir dran. Komm, schnell, 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 schnell. Bevor der anfängt, hier noch weiterzumachen. Oh, das war knapp. Ich habe aber auch voll auf Risiko gespielt, ne? Das war dumm. Das machst du normalerweise nicht. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil wir so, schon so stark sind. Normalerweise hättest du jetzt um den rumgetänzelt und so einen Scheiß. Also, das war nicht clever. Das gebe ich auch zu. Man muss sich ja auch mal ein bisschen genießen, wenn man so stark ist, ne? So. Dann wollen wir mal da dran ziehen. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Ich habe so eine Idee, wo. Könnte der Anfang sein. Jetzt müssen wir da wieder runter. Oh. Ist hier unten auch noch ein Durchgang? Oh ja, warte. Oh.
Oh. Ist doch kein Durchgang, ne? Ne, ist kein Durchgang. Nur da hinten ist einer. Okay, so. Sind wir wieder durch. Oh, dumm. Oh, ich bin so dumm, ey. Unfassbar. Oh, scheiße. Ich leg's auch ein bisschen drauf an zu verrecken, oder? Oder wie seht ihr das? So, jetzt müssten wir ja eigentlich weiter geradeaus können. Mit Glück. Oder auch nicht. Wie kommt man denn da lang? Aufzug suchen, aber runter. Ha, da ist ein Aufzug gewesen. Nee, nur dieser. Da war da kein Aufzug, oder? Da war doch nur dieser Fallenraum. So, Achtung, diesmal gehen wir nicht da rein. Danke. Oder kann man da unten drunter? Ah ja, guck mal. Oh, Scheiße. Alles klar. So hat das geklappt. Moin, meine Boys. Moin, meine Girls. Junge, Junge. Hat mal bitte gechillt. Immer schön geschmeidig bleiben. Da war gerade noch schön so ein Schalter wieder hier. Den werden wir schön nicht berühren. Und hier das ganze schöne Loot einsammeln. Oh, dicke Crab. Hör auf, mich ganz zu kotzen. Ah, noch eine. Es sind zwei. Oh, wie ekelhaft. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass es zwei wären. Eine hätte mir gereicht. Handbuch 1 des uralten Drachenapostels. Schön. Jetzt können wir doch wahrscheinlich von hier auch die... Nein. Man kann von hier nicht die Tür aufmachen. Ah, doch, hier ist ein... Ich hatte gerade ein bisschen Panik. Bisschen Panik tat sich in mir auf. Oh, wunderbar. Wunderbar. Und damit können wir jetzt zurück. Können wir einfach zurückgehen. Und da sollte nun die Boss-Tür auf sein. Wir haben noch 2 Minuten für diese Folge. Ich fühle, dass wir das auch noch schaffen sollten. Müsste klappen. Wenn ich jetzt mich nicht verlaufe und straight den Eingang wieder finde... Ah, guck mal, das war ja nicht so groß, das Ding. Kann ich da mal vorbei? So, dann schaffen wir jetzt sogar hier noch den kleinen Miniboss. Erstmal hochfahren. Ach, geil. Aber da ist ja so ein kleiner Dungeon gefunden. Mega schön. Das hat mich jetzt sehr erfreut. Gucken wir mal. Oh, oh. Oh, Fuchs, du bist so ein Lappen, ey. Unglaublich. So wollen wir, oder was? Let's go. Schwacher Feind voraus. Na, da bin ich ja mal gespannt. Der wirklich schwach ist. Haben wir den hier? Wachhund ist irgendwas. Er macht Blitze. Blitze sind böse. Okay, er war wirklich schwach. Wir sind halt auch einfach super stark inzwischen. Klangperle 1 des Tallilienpflückers. Tallilienpflücker, so heißt das. Nicht Tallilien, Tallilienpflücker. Sehr schön. Ja, dann haben wir das doch auch. Dann würde ich sagen, nix wie raus hier. Guckt euch die an, hier die ganzen Boys and Girls. Immer auch schon bessere Tage gesehen. Ja, dann raus hier. Kehren wir zum Eingang zurück. Und erfreuen uns unseres Lebens. Katakomben von Windham. Ich würde mich jetzt einmal da nochmal hinsetzen, um alles wieder aufzufüllen. Und dann, meine Lieben, würde ich tatsächlich ausnahmsweise, weil wir so schnell und glücklich waren, hier jetzt schon einen kleinen gemütlichen Break machen. Denn es ist zwar 30 Sekunden zu früh, aber bevor wir jetzt noch dick... Also lohnt sich jetzt auch nichts mehr zu starten. Somit bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst das meine Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder.
Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.